Ihr Kinderlein, kommet, so kommet doch ein. Zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier beides Lichtleins hell glänzendem Strahl in reinlichen Winden das himmlische Kind viel schöner und holder als Engelein sind. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände und danket wie sie. Stimmt freudig ihr Kinder, wer wollt sich nicht freuen? Sind fröhlich zum Jubel der Engel mit ein. O betet du liebes, du göttliches Kind, was leidest du alles für unsere Sünd? Ach, hier in der Krippe schon Armut und Not, am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod. Was geben wir Kinder, was schenken wir dir? Du Bestes und Liebstes der Kinder dafür. Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt, ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt. So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin, wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn und mache sie heilig und selig wie deins und mach sie auf ewig mit deinem im Reich. Ja. Herzlich willkommen alle miteinander heute zum jährlichen Adventsliedersingen. Ich befürchte, das wird jetzt eine Tradition. Also insofern freue ich mich bereits, wenn wir dann nächstes Jahr das wieder weitermachen. Aber erstmal freue ich mich ganz besonders über den zahlreichen Besuch heute. Herzlich willkommen an alle und dass Sie den Weg hierher gefunden haben und dass Sie heute an diesem Adventsliedersingen teilnehmen. Dann freue ich mich drauf, dass wir heute gemeinsam singen. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht lang Zeit, weil reden tue ich heute auch noch genug. Und wir gehen gleich zum nächsten Lied. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus. Sag den Menschen allen, dass ein Vater ist, wem sie wohlgefallen, der sie nicht vergisst. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Und wir machen weiter mit: Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht schon. Schaut nur daher, schaut nur daher, wie glänzen die Sternlein, je länger, je mehr. Treib zusammen, drei Schäflein für Bass. Treib zusammen, dort zeig ich euch was. Dort in dem Stall, werd Wunderling sehen. Treib zusammen einmal. Ich hab nur ein wenig von Weitem geguckt, da hat mir mein Herz schon vor Freuden gehupft. Ein schönes Kind liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind. Ein herziger Vater, der steht auch dabei. Ein wunderschön Jungfrau kniet auch auf dem Heu. Und um singt's, und klingt's. Man sieht ja kein Lichtlein, so und brennt's. Das Kindlein, das zittert vor Kälte und Frost. Ich dacht mir, der wär's hat denn also verstrost. Dass man auch heut ihm sonst keine andere Herberge anbeut. So geh du und nehme ein Lämmlein vom Gras und bringet dem schönen Christkindlein etwas. Geht nur fein sacht, auf dass ihr dem Kindlein kein Unruhm nicht macht. Ja, vielen Dank. Und obwohl das Kindlein keine Unruhe haben soll, wechseln wir trotzdem zu Süßer, die Glocken nie klingen. Süßer, die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ist, als die Engelein singen, wieder von Frieden und Freude. Wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klingt doch die Erde entlang. Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilig hernieder zur Erde.
den Vater, die Mutter, das Kind. Segne den Vater, die Mutter, das Kind. Glocken mit heiligem Klang, klinge die Erde entlang. Mit lieblichem Schalle über die Meere noch weit, dass sich erfreuen doch alle selige Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang, Glocken mit heiligem Klang, klinge die Erde entlang. Wir wollen jetzt hier, wo wir sitzen, kurz innehalten, wollen kurz Andacht halten und ich möchte gemeinsam Andacht halten mit Ihnen und die Andacht beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Neulich bei Aldi an der Kasse. Ich nahm den Kassenzettel und bemerkte aus Spaß zur Kassiererin: Wie? So teuer und so wenig im Wagen? Sie lächelte mich an, machte die Klappe der Kasse mit einem hörbaren Klack zu und sagte: Sie brauchen die Ware nicht bezahlen. Aber hallo. Ich stutzte und fragte: Und wieso nicht? Singen Sie ein Weihnachtslied. Rums. Die ältere Dame hinter mir kicherte. Ohne zu drängeln, schaute sie erwartungsvoll. Während ich meine Geldbörse noch weiter aufmachte, wand ich mich wie ein Aal an der Angel, bevor er mit dem Köder eingesackt wird. Ja, heute wäre es mit dem Singen schlecht bestellt. Erstens könnte ich nicht singen und zweitens wüsste ich auch nicht, welches Weihnachtslied. Ich könnte höchstens etwas summen, aber besser wäre es, ich würde jetzt zahlen und das Ganze auf das nächste Mal verschieben. Da könnte ich dann einen Liedtext lernen und schon etwas üben. Allgemeine Enttäuschung. Sie lächelte wieder, machte endlich die Kasse auf, sodass ich erleichtert zahlen konnte. Im Abdrehen fragte ich noch: Was, wenn ich gesungen hätte? Wer hätte meine Rechnung gezahlt? Sie sah mich strahlend an und sagte: Ich. Das wäre mir der Spaß wert gewesen. Übrigens, die Rechnungssumme betrug 23 Euro und ein paar zerquetschte und die Kassiererin war sehr hübsch. Ja, liebe Gäste, ganz ehrlich, wer von uns hätte gesungen? Ich meine, eigentlich eine kleine... Halt! Das halt, stopp! Das müssten wir jetzt erstmal rauskriegen. Ob er an der Kasse bei Aldi... Ob er an der Kasse bei Aldi mit 20, ich traue ihm fast alles zu, aber. Also, Norbert, war jetzt nicht eingeplant, dass die Andacht ein bisschen interaktiv wird, aber hättest du gesungen? Komm, Johanna, du bist jetzt die Aldi-Kassiererin. Ja, dann beklag dich über deinen. Du bist ja in der Politik, da beklagst dich ja jeden Tag. Ja. Über deinen scheißteuren Einkauf? Ja. Ja? Ja. Und, Rums, die Kasse geht zu. Sie brauchen nichts bezahlen. Ich kaufe jetzt mal dieses Buch. So, weil es ein schönes Weihnachtsgedichtbuch ist. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Now you're giving this book to me for free. That's awesome. Nein, aber so Udo Fröhlicher mit allem, was die Lungen hergeben, hätten wahrscheinlich die wenigstens eher gemacht. Aber ich meine, für so ein nettes Geschenk, ich fand es eine sehr schöne Geschichte. Und ja, Gott sandte seinen Sohn auf diese Welt. Das heißt, Gott gab seinen Sohn als Geschenk. Und die Geschichte ist ja die, dass wir mit Geschenken unter Umständen so unsere Schwierigkeiten haben.
Weil Geschenke können alles sein. Geschenke können zu klein sein, die können zu groß sein, die können zu billig sein, die können sogar auch zu teuer sein, die können protestlich sein, die können in irgendeiner Art und Weise überhaupt nicht passen. Und weil wir jetzt die Kinder hier haben, frage ich doch mal den Luki und die Michelle, ein Junge und ein Mädchen. Habt ihr von den Eltern schon mal ein Geschenk bekommen, was euch überhaupt nicht gefallen hat? Luki? Nö. Nö. Dann habt ihr halt prächtige Eltern, also es soll Eltern geben, es soll Eltern geben, die packen ihren Kindern etwas unter den Weihnachtsbaum mit einem Zettelchen dran und da steht, liebe Kinder, das Christkind hat auch eure Fotos und Statusmeldungen auf Facebook gesehen, deswegen bekommt ihr dieses Jahr ein Wörterbuch und mehr zum Anziehen. Das kennen aber nicht nur die Kinder, das kennen wir als Erwachsene auch. Schenk mal deiner Frau als Mann Kochtopfset. Also ich meine, nicht irgendein Kochtopfset, sondern ein Kochtopfset, was sie sich sehnlichst gewünscht hat. Also kannst du ihr schenken, aber bitte nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Dann hast du also ganz, ganz kräftig, du nix, Klaus, ja, hast du ganz kräftig daneben gegriffen. Das heißt, auch da kann ein Geschenk, was sogar gewünscht wurde, irgendwo nicht passen. Ich hatte letztens einen ziemlichen Schock. Wir waren im Baumarkt, meine Frau und ich, und wir sind ja seit einem Jahr beim Ausbau und deshalb auch öfter im Baumarkt. Und Baumarkt ist eigentlich immer noch so eine klassische Männerdomäne. Und der Schock bestand dann darin, dass meine liebe Frau stehen blieb. Und nicht vor irgendetwas, sondern vor einer Monster-Kettensäge. Und völlig verzückt und mit Tränen in den Augen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sagte sie dann, die wünsche ich mir zu Weihnachten. Und ich habe gesagt, na garantiert nicht. Weil das ist dann eine ähnliche Geschichte wie mit den Kochtöpfen. Irgendwo dann doch unpassend. Klar, gewünscht irgendwo, aber wie das halt mit Geschenken so ist, warum ich das jetzt in epischer Breite so ausformuliert habe, wenn Gott uns ein Geschenk macht. Ein Geschenk, daran denken wir, zu Weihnachten, das Kind in der Krippe, wir haben es jetzt schon besungen, mehrfach. Dann sagt man sich vielleicht, okay, was soll mir das Ganze? Was soll mir das Ganze? Also ich kann vielleicht mit Weihnachten was anfangen und ich freue mich auch an den vielen Sachen, da komme ich nachher noch zum Schluss. Aber das Kind in der Krippe, das sagt mir eher nichts oder ich wüsste nicht, weshalb das irgendwo zu mir, für mich passen sollte. Und dann ist das ja auch noch klein. Also das ist ja ein Baby gewesen. Und übrigens, klein wäre genauso unpassend. Also wenn das Kleid zu klein ist, kann man zurückschicken, kein Problem. Aber dieses Kind in der Krippe, das ist doch irgendwo nicht das, was ich denke zu brauchen, was ich erwarte in irgendeiner Art und Weise. Und sie wären damit gar nicht mal so verkehrt. Denn auch damals war das so, dass ja das Volk gewartet hat. Die haben ja gewartet. Die haben gewartet auf einen großen, mächtigen Retter, der sie befreit von den verhassten Römern. Der mal so richtig reinhaut. Ja, darauf haben sie gewartet. Nicht auf ein Kind, was da geboren wird, irgendwie und irgendwo. Und übrigens klein, in der Bibel steht schon, und du Nazareth, die du klein bist, unter den Städten Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr ist. Also eine Kuhblick wie Lüdersdorf, wo wir herkommen, auch wenn ich das Dorf liebe. Klein, klein, klein und klein möchte man nicht. Und übrigens, wir sind da gar nicht so weit weg. Auch heute ist das so. Und jetzt muss ich doch mal ein kleines bisschen Politik einpflichten lassen. Wenn ich beim Stammtisch bin, es kommt immer wieder die gleiche Ansage, die gleiche Frage. Könnte denn nicht mal irgendjemand kommen? Also es ist ja schön, was ihr hier macht und was du machst, auch schön, sehr schön. Ich hoffe, es bleibt so. Aber jemand, der mal so richtig die Zügel in die Hand nimmt, und straff zieht und mal so richtig reinhaut. Selbst das, was ihr macht, ist ja noch viel zu wenig, weil uns das halt nicht reicht. Also, wir haben letztendlich, liebe Leute, immer irgendwo eine ähnliche Situation mit dem Klein-Klein. Und ganz ehrlich, wer kann sich noch an den Vize-Olympiasieger im irgendwas erinnern? Also vielleicht, wenn es eine herausragende Leistung war, an den Sieger. Aber was ist denn mit dem Zweiten? Also beim Boxen, der Zweite liegt am Boden. Ja? Wenn er nicht am Boden liegt, sieht er etwas verbeult aus und hat nach Punkten verloren. Würde ich jetzt mal so denken. Aber da gibt es halt bloß einen Sieger. Ja? Und dieses Klein, 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 das ist uns fern. Und das empfinden wir in irgendeiner Art und Weise, wenn wir bei Geschenken sind, als falsch. Und das Interessante ist, wenn ich
an das Kind im Stall denke, wenn ich an die Krippe denke und dieses schlesische Volkslied, ich kannte das gar nicht, was Norbert da rausgesucht hat, da haben auch nicht so viele mitgesungen. Das ist allgemein nicht so bekannt. Sagst du mal bitte nochmal, wie das hieß? Das zweite, was soll das bedeuten? Ja, was soll das bedeuten? Was soll ja. das bedeuten? Genau, also ich habe mitgesungen, aber ich kannte es nicht. Und da wird so schön diese Abfolge ja klar gemacht. Diese Abfolge, weshalb Gott überhaupt auf die Welt kam. Weil da ist nämlich vom Kreuz die Rede. Und da sagt man, Weihnachten ist schön und das Kind wird geboren und ob ich, wie ich dazu stehe, erstmal völlig egal. Aber Krippe und Kreuz gehören zusammen. Das nehmen die alten Lieder noch auf. Das hören wir vielleicht nicht mehr, wenn wir irgendwo in der Kirche sind oder sonst irgendwas. Aber die alten Lieder haben das noch drauf. Weshalb kam Gott in diese Welt? Und ich finde es eher sehr spannend, dass er in dieser Form kam. In der Bibel steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist nicht der Herrscher, der einfällt und der erobert. Das ist nicht jemand, der uns in unguter Weise unterwerfen will. Das ist seine Art und wir können natürlich als Menschen sagen, ich mache die Tür auf oder lasse zu. Und wenn ich sie aufgemacht habe und habe geguckt, wer da steht, kann ich sie immer noch zumachen. Die Frage ist, ob wir das bei einem Baby können, so einem zarten kleinen Wesen. Und wir sind ja dieses Jahr Großeltern geworden. Und was wir nicht wussten und auch nicht wissen konnten, wie das ist mit dem Enkelkind. Also wir haben ja 4 Kinder. Das ist ja sehr schön. Und dann kriegt man ein Enkelkind. Und wir waren überwältigt. Und zwar deshalb, weil auch das Enkelkind Eigenfleisch und Blut ist. Das war uns nicht so. Also klar, man sagt ja, ich habe ein Enkelkind. Ich bin jetzt Opa, sie ist jetzt Oma, wunderschön. Ja? Aber dass man das so lieb haben kann und dass das so nah ist sozusagen. Ja, und es gibt 2, 3 Leute, das sind die etwas Älteren, so wie wir, die wissen, wovon ich spreche. Und das Geheimnis dieses schönen, eigentlich heidnischen Festes, Christus ist erschienen, uns zu versöhnen, das singen wir, das ist die Bestimmung. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir getrennt sind von ihm, alle miteinander, und dass wir neu diesen Zugang brauchen. Und von einem berühmten Dichter des Barock, Andreas Gryphus, kennen wir folgende Aussage oder folgendes Zitat: Der Mensch ward Gottes Bild, weil dieses Bild verloren, wird Gott, ein Mensch, in dieser Nacht geboren. Und natürlich fällt es dem einen oder anderen schwer, Zugang zu bekommen und mit diesem Geschenk etwas anfangen zu können. Und dann ist vielleicht genau dieses Bild vom Kind in der Krippe, von einem kleinen, zarten Wesen, einem Baby, dessen Lächeln niemand widerstehen kann, genau jener Zugang. Und vielleicht denken wir in dieser Zeit, wenn wir wirklich mal zur Ruhe kommen, an das, was dort im Stall von Bethlehem begann. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, mit der ich vor 2 Jahren begonnen hatte, aber einfach, weil sie so schön ist und weil wir heute eben auch ein paar Kinder mit dabei haben. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär. Viel Schnee, und er schwärmte verzückt, weiße Weihnachten feiern. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die Elster. Jedes Weihnachten kriege ich was. Ein Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste. Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagte der Dachs. Pennen, pennen, pennen. Das ist das Wahre an Weihnachten, mal richtig ausschlafen. Und saufen, ergänzte der Ochse, mal richtig einsaufen und dann pennen. Dann aber schrie er, aua, denn der Esel hat ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind. Ja, das Kind ist die Hauptsache. Übrigens, fragte der Esel, wissen das auch die Menschen? Und ohne erhobenen Zeigefinger mein Wunsch für Sie und für uns alle in der Weihnachtszeit, dass dieses Kind Ihr Herz berührt, entweder neu oder einmalig, ich weiß es nicht, dass Sie das erleben, was wir gleich singen im nächsten Lied, wo es dann heißt, seht das Kindlein uns zum Heil geboren. Das ist letztendlich die Weihnachtsbotschaft, ganz verkürzt in einem Satz.
das Kind für uns zum Heil. Ja, dir und mir, ich duze sie jetzt mal ganz kurz. Kann man immer in der Predigt, in der Andacht. Dir und mir uns zum Heil zu geboren. Geschenk ohne Gegenleistung, das kann ich annehmen oder ablehnen. Das ist eine freie Entscheidung, ob ich neben all dem Schönen, dem Lichterglanz, die Hauptsache an mich heranlasse, beziehungsweise an mich heranlassen kann. Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit für alle. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zu Indulci Jubilo. Wieder zurück ins 14. Jahrhundert. Ist auch wieder ein bisschen Latein, da alle drei Strophen, wie sie da stehen. Indulci Jubilo, nun singet und seid froh, unseres Herzens Wonne bleibt in Principio. Und leuchtet als die Sonne, wir sind Regio. Alpha eset ho, Alpha eset ho. O Jesu, thank you.
vielen Dank. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hast schon zur Winterszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich's Christkind kommt bald. In den Herzen ist's wahr, still schweigt Kummer und Haar. Sorge des Lebens verhallt, freue dich's Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Horch nur, wie lieblich es schallt. Freue dich's Christkind kommt bald. Geht ja immer bei diesem Adventslieder singen und Weihnachtslieder singen im Bundestag auch ein bisschen um Politik. Und es gibt dort doch einige Zeilen, die sind mir bereits beim ersten Lesen aufgefallen, dieses Gefühls von 1963, vor über 50 Jahren. Sodass nur sehr noch die tiefen Wunden sehen, doch wer zu viel sieht, wird gemieden und muss scheiden. Und wir leben heute wieder in einer Zeit, wo die Wahrheit und die berichtete Wahrheit voneinander abweichen. Wo das, was einige als wahr erkennen und das, was sie nach außen vortragen, sich unterscheiden. Und wer diese Wahrheiten anspricht, wer diese Wahrheiten sieht, der wird nicht kritisiert. Der wird auch nicht korrigiert. Korrigieren geht ja gar nicht. Das handelt sich ja um Fakten. Der wird angefeindet. Der wird mit einem Begriff versehen, mit dem man versucht, ihn mundtot zu machen. So nach dem Motto, das Faktum ausschalten, indem ich denjenigen, der es sagt, diskreditiere. Ein böser Mensch kann ja nichts Richtiges sagen. Das ist die Logik dahinter. Das ist die Logik des Vertrauens. Ich glaube eine Information ja vor allem demjenigen, dem ich vertraue. Wenn mir jetzt derjenige, dem ich vertraue, sagt, dass ich dem anderen nicht vertrauen kann, dann werde ich vielleicht auch seiner Information nicht vertrauen. Und in der Position sind wir als AfD oft. Es gibt Fakten, die liegen bewiesen da. Und ich spreche jetzt nicht über komplexe Sachen wie Klima. Da sind die Fakten auch auf unserer Seite, aber das wäre zu komplex, über Chemie und CO2 und dessen Wirkung zu referieren. Es gibt viel einfachere Themen, wie zum Beispiel die Problematik der Altersarmut, wie zum Beispiel
die Problematik unserer Währung. In jedem Grundlagensemester, erstes Semester Volkswirtschaft, lernt man eigentlich, was ich sehr gerne in meinen Reden, was wir aber auch sehr gerne allgemein als Fraktion argumentieren, was zum Beispiel auch unsere Währung betrifft. Ja, alle beschweren sich, es wird immer beschwerlicher zu leben, weil die Preise steigen. Aber warum steigen die Preise? Weil sie erstens direkt von unserer Regierung erhöht werden. Ich sage nur erneuerbares Energiengesetz. Ich sage nur Mehrwertsteuer, war ja damals, ich glaube, Schwarz-Gelb, was das durchgesetzt hat. Ich sage nur verschiedene Maßnahmen, die natürlich auch die Kosten erhöhen. Wenn ich sage, ja, für das Klima dürfen jetzt ab nächstem Jahr keine Ölheizungen mehr angeschafft werden oder irgendwann werden sie komplett verboten, dann zwinge ich irgendwann Leute, auch wenn ihre Heizung noch funktioniert, sich eine andere einzubauen. Aber die ist nicht umsonst. Die kostet jede Menge Geld. Und eine Heizung, die alleine 10.000, 15.000 Euro kostet für ein kleines Haus, bei größeren Anlagen ist man gerne mal bei 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Das Geld hat man nicht so einfach. Das muss man erst mal verdienen. Und die Gehälter steigen nur sehr langsam, die Kosten aber rapide. Auch im Bereich der Miete, auch im Bereich der Immobilien. Warum? Weil die EZB immer mehr Geld druckt und in den Markt wirft, aber nicht jedem Einzelnen von uns gibt, sondern gewissen Investoren gibt, die das dann natürlich wieder in Sachwerte stecken. Deswegen steigen die Immobilienpreise, die Renditeerwartungen bleiben aber ähnlich und so steigen dann auch die Mieten. Und wenn wir uns über Rentner unterhalten und dass es ihnen schlecht geht und dass wir eine Zunahme an Altersarmut haben und eine Zunahme an solchen Menschen, die in die Tafel müssen, und das ist wirklich eine Schande, gerade auch direkt vor der Weihnachtszeit kam diese Nachricht ja, dann zeigt das, wie sehr unser System aus den Fugen gerät, wie sehr wir nicht mehr als Gesellschaft in der Lage sind, den Menschen, die viel geleistet haben in ihrem Leben, überhaupt noch einen adäquaten Lebensabend zu ermöglichen. Und das trifft eben nicht nur diejenigen, wo es immer heißt, sie haben unterbrochene Erwerbsbiografien und die haben irgendwie zu billig gearbeitet oder hatten nur Teilzeitpositionen. Ja, die Menschen hatten doch einen Grund, warum sie zum Beispiel nur Teilzeit gearbeitet haben. Vielleicht haben sie ein Kind erzogen und haben wirklich die, auch in meiner Meinung, christliche Entscheidung getroffen, dieses Kind eben nicht in eine Institution zu geben, wo ich im Endeffekt nicht weiß, hinter verschlossenen Türen, was mit meinem Kind passiert, sondern sich dazu entschieden haben, ihre eigenen Werte und ihre eigenen Fähigkeiten an dieses Kind weiterzugeben. Was nur geht, wenn man bei der Arbeit kürzer tritt. Zeit ist auch eine Währung in der heutigen Zeit. Und wir alle wissen, die wir arbeiten, dass Zeit sehr knapp ist nach der Arbeit. Die Arbeit nimmt den großen Teil unserer Zeit ein. Wir haben auch die Problematik, dass ganz viele Überstunden verlangt und nicht bezahlt werden. Und die wenige Zeit, die dann übrig bleibt, die reicht oft nicht mehr für die alltäglichen Verantwortlichkeiten, die wir haben. Da fällt dann mal der Anruf an einen guten Freund runter. Oder eine Veranstaltung, die man gerne besucht hätte. Oder man kann halt mal nicht ins Konzert. Oder man schafft sogar am Abend den Film nicht mehr, den man sich eigentlich vorgenommen hatte, anzugucken, wenn einmal im Monat was Vernünftiges im Fernsehen läuft. Das ist doch das Problem, dass Zeit immer mehr verloren geht. Zeit übrigens, und das gilt gerade auch für die Adventszeit, ja auch eine Fasten- und Gedenkzeit, die wir gerade durchgehen. Wer hat denn noch Zeit in der Weihnachtszeit? Wer durchdenkt denn noch sein Leben? Wer bereitet sich denn wirklich auf die Ankunft Jesu vor, wie es eigentlich im christlichen Glauben vorgesehen ist in dieser Weihnachtszeit? Da jagt ein Gansessen das nächste und ansonsten geht man irgendwie einkaufen, weil an Weihnachten sind ja mittlerweile fast die Geschenke wichtiger geworden als das Adventslieder singen oder die eigentliche christliche Nachricht, die damit verbunden ist. Und in diesem Hamsterrad geraten immer mehr Leute rein, definieren auch gar nichts anderes mehr, schauen auch gar nicht mehr drüber hinweg und nehmen dann einfach auch das, was ihnen ja wiederum als die neue Art zu leben vermittelt wird von den Medien, denen sie vertrauen, auf. Das ist halt heute so. Und einer Mutter, die zu Hause bleibt, um ihr Kind zu erziehen, sagt man, ach, wie rückständig bist du denn? Du bist ja aus den 60ern. Dr. Volker Ulrich hat mir im Bundestag vorgehalten, wir kämen ja aus den 50ern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht als Beleidigung verstanden. Denn es gibt auch Sachen, die einfach gut waren in den 50ern, vor der 68er Revolution. Da gab es noch ein Bekenntnis auch zur Häuslichkeit.
Und wir dürfen nie vergessen, wo auch dieses Frauenbild herkam, was im Wesentlichen ja auch in den 50er und 60er Jahren sehr bedeutsam war. Es war ein Gegenbild zur totalen Industrialisierung in England. Die Engländer sprechen da von Victorian Age oder einer Victorian Family. Das kommt von Queen Victoria, Königin Victoria, die es gab. Ende des 19. Jahrhunderts. Was hat Queen Victoria gemacht? Also die Engländer hatten ja immer große Königinnen. Ne? Alle Königinnen haben sich wirklich hervorgetan. Elisabeth I. genauso wie Victoria, genauso wie Elisabeth II. Victoria sah, überall in England waren in der Industrialisierung alle in den Arbeitsprozess eingespannt. Teilweise 14, 16, 18 Stunden am Tag wurden ausgenutzt, starben mit 30. Das war die Situation. Und sie lebte ein neues Bild vor der Familie, die doch für sich da ist und Arbeit doch als komplementär bewertet und nicht sozusagen als alleinigen Lebensinhalt. Und dieses positive Bild setzte sie letztendlich in die englische, aber damit auch in die europäische Kultur und es schwappte über als besseres Gesellschaftsmodell im Vergleich zur kompletten Industrialisierung, im Vergleich zur kompletten Verökonomisierung sämtlicher Zeit als Arbeitskraft. Und das schlug dann natürlich über, schlug teilweise in Phänomene über, dass Frauen überhaupt keine Rechte hatten, dass Frauen sehr stark am Mann hingen und so weiter. Wir kennen die Probleme. Aber wir wandern heute in eine Zeit, wo dieses Verhältnis verpönt wird, indem eine Familie sagt, wir nehmen uns Zeit füreinander. Wer nicht 100% seiner Zeit verökonomisiert, für einen Arbeitsprozess ausgibt, der am Ende keinen Gegenwert mehr erhält. Denn was bekommen wir denn für die Arbeit? Wir bekommen Gehälter, die nie steigen. Wir bekommen Gehälter in Euro ausgezahlt in einer Währung, die jeden Monat ihren Wert weiter vermindert. Weil immer mehr Geld von wo außen dazukommt und die Währung immer weniger wert wird. Wir geben unsere Zeit aus für immer weniger Anerkennung und immer weniger Gegenwert. Und ganz wenige Menschen haben den Mut zu sagen, oder haben auch die Möglichkeit zu sagen, weil es ja gesellschaftlich mittlerweile in diese Richtung geht, wir sind doch eine Familie und als Familie sind wir eine Einheit und wir sind als solche auch füreinander da. Und ganz besonders zeigt sich das an den Debatten. Wir haben immer wieder die Familiendebatten beim Familienbild. Man hat das Gefühl, dass wir als AfD und einzelne Abgeordnete in der Union, aber wirklich nur noch einzelne, ein wirklich traditionelles Familienbild vertreten. Ein Familienbild vertreten, in dem wir sagen, jawohl, wir sind für die Einheit aus Mann und Frau mit ihren Kindern, die als Familie und Haushalt leben. Da hört man von der FDP, ja, heute müssen wir doch Familien anders verstehen, sagte sie. Ja, Frau Henning-Plahr heißt sie, glaube ich. Heute müssen wir Familien anders verstehen. Heute sollten wir doch Adoptionen erlauben für alle, die irgendwie zusammenleben, weil die sollten sich doch einfach entscheiden können. Das ist doch liberal. Aber ist es denn wirklich für das Kindeswohl am besten, wenn wir Familien nur noch würfeln? Wenn wir ein Anything Goes machen, eine lose Definition dessen, wie überhaupt was sein sollte? Welches Idealbild wünschen wir uns als Gesellschaft? Als Politik geht es nämlich nicht darum, Vorschriften zu machen. Es geht darum, aber doch ein Ideal zu formulieren und zu sagen, unterschiedliche Modelle sind für uns in Ordnung. Aber als Ideal betrachten wir doch immer noch die Familie. Und das ist ein Gedanke, der in der Politik leider immer weniger vertreten wird. Immer mehr wird individualisiert. Es geht immer nur noch um den einen, den anderen. Wir sehen es im Steuerrecht, wir sehen es bei Abtreibungsdebatten. Da kommt von linker Seite, die Frau sollte frei über ihren Körper verfügen können. Es ist doch ihr Körper und wenn sie sich das Kind wegmachen lässt, dann ist es ungefähr so, als ob sie sich eine Niere entfernen lässt. Aber kein Arzt würde eine gesunde Niere rausnehmen. Außer, um sie vielleicht zu spenden für jemanden, der ein Leiden hat. Ja? Da sieht man, wie es wieder hakt. Aber wir gehen immer mehr in eine Individualisierung. Und wenn Weihnachten doch eine besondere Bedeutung hat für die Gesellschaft, dann glaube ich, dass es auch daran liegt, dass wir eine Gesellschaft ansprechen. Ganz viel in den Weihnachtsliedern haben wir auch ihr Kinderlein kommet, das ist eine Gruppe. Herbei ihr Gläubigen, das ist eine Gruppe. Weihnachten als echte Gemeinschaft,
die Menschen zusammenführt, die Menschen wieder zusammen sein lässt und die im Gemeinsamen wieder die Wahrheit und das Gute erkennt durch gegenseitiges Vertrauen. Und dieses Vertrauen und dieses Gute und diese Gemeinsamkeit wünsche ich Ihnen allen für die Feiertage, aber natürlich auch für das kommende Jahr 2020. Ihnen und Ihnen allen, Ihren Familien, einen gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch. Wir singen aber natürlich weiter. Vielen herzlichen Dank. Die Tür. Thank you.
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Stay.